Ich wurde in Trenton, New Jersey, geboren. Auf der anderen Seite der Straße lag eine sehr geräuschvolle Maschinenfabrik. Damit gebe ich, jedoch ohne die mindeste wissenschaftliche Legitimierung, denen Beweismittel in die Hand, die das Vorhandensein pränataler Einflüsse voraussetzen. Ein Jahr später zogen meine Eltern in ein Haus, dem ein unendlich viel schweigsameres, aber auch viel drohenderes Gebäude gegenüberlag: das Gefängnis. Eine der ersten Erinnerungen meines Lebens ist die, dass ich aus einem Fenster unserer Wohnung auf eine braune Mauer und einen Wachtturm genau gegenüber blickte. Meine erste Erinnerung von Musik verbindet sich ebenfalls mit diesem Fenster. Eines Tages zogen zwei alte Jungfern mit einem Klavier in die Nachbarwohnung. Zum großen Ärger meiner Eltern machten sich die beiden Alten sofort daran, Tag und Nacht auf diesem Klavier zu spielen. Sie spielten »Mitternächtlicher Feueralarm« von E.T. Paul, »Das Gebet einer Jungfrau«, »Stern des Meeres«, über 2 Millionen Exemplare verkauft, stand auf dem Titelblatt, und fast alle Stücke aus einem Album, von dem ich später feststellen konnte, dass es den Namen 500 beliebte Salonmelodien trug. Überdies spielten sie schichtweise, und wenn sich meine Eltern statt um den Lärm im Haus mehr um den im Keller gekümmert hätten, vielleicht hätten sie dann ein schwaches, kratzendes und mahlendes Geräusch vernommen und so einen der sensationellsten Ausbrüche in der Geschichte unseres Gefängnisses verhindern können. Denn eines Nachts hörten die beiden alten Jungfern plötzlich auf zu spielen. Am nächsten Morgen waren sie beide verschwunden und ebenso 16 Männer aus dem Gefängnis auf der anderen Straßenseite. Das dauernde Klavierspiel war natürlich die Tarnung für die Geräusche gewesen, die der Bau eines Tunnels vom Gefängnishof in den Keller des Hauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite verursacht hatte. Jedenfalls, und durch welche Mittel auch immer, war meine Liebe zur Musik ganz besonders zum Klavierspiel geweckt und sollte mich nie wieder verlassen. Ich war nicht nach Europa gekommen, um Konzertpianist zu werden, das war reiner Zufall. Ich war herübergekommen, um ein Mädchen namens Anne Williams zu suchen. Im Spätherbst 1921 hatte ich Anne in Germantown, Philadelphia, kennengelernt. Sie war 16, die blonde Tochter eines bekannten Augenarztes. Ich war 21, ein Schüler des Curtis-Institutes mit Stipendium. Kurz nachdem wir uns das erste Mal gesehen hatten, verliebten wir uns und wollten heiraten. Als Annes Mutter das erfuhr, stellte sie Erkundigungen nach mir an und hörte, dass ich, obwohl schwächlich wirkend, ein junger Mann von fester Entschlossenheit sei und meine Pläne deshalb aller Wahrscheinlichkeit nach ausführen werde. Darauf verschwand Anne, ihre Mutter auch. Der Vater wollte mir nicht sagen, wohin sie gefahren seien. Bekannte erzählten mir, sie seien zusammen nach Europa gereist, entweder nach Italien oder nach Deutschland, vermutlich nach Deutschland. Mittlerweile war ich bis zur Verzweiflung verliebt. Anne war eine gut ausgestattete Mischung von Lana Turner und Betty Grable. Ich wollte nach Europa. Ich wusste nicht, wie ich das anstellen sollte. Ich konnte weder schwimmen, kochen, noch bei Tisch servieren. Ich überlegte, als blinder Passagier zu fahren, gab diesen Gedanken jedoch bald zugunsten eines Besseren auf. Ich wollte als Konzertpianist nach Europa gehen. Das war, wenigstens für mich, der bequemste Weg. Mitte Februar 1922 las ich, dass der bekannte New Yorker Impresario Martin H. Hansen Ende Mai nach Europa fahre. In einem anderen Teil der gleichen Zeitschrift fand ich, dass der junge Pianist Leo Ornstein sich von seinem Agenten M. H. Hansen getrennt habe. Für sich betrachtet sagten die beiden Nachrichten gar nichts, doch gemeinsam bedeuteten sie, dass M. H. Hansen eine seiner Haupttrumpfkarten verloren hatte und nach Europa ging, um eine neue zu suchen. Er war auf der Suche nach einem jungen Pianisten von der hypermodernen Art Leo Ornsteins.
Unverzüglich fuhr ich nach Trenton, New Jersey, zu meinen Eltern, kaufte 2 große Goldfischgläser, füllte sie mit Wasser und stellte an jeder Seite meines Klavierbox 1 auf einen niedrigen Tisch. Dann übte ich einen ganzen Monat lang täglich 16 bis 20 Stunden. Sobald eine meiner Hände anschwoll oder blutete, steckte ich sie einfach in eins der bequem aufgestellten Wassergefäße. Auf diese Weise erwarb ich mir eine Technik, die Hansen, als ich ihm einen Monat später vorspielte, überwältigte. Weshalb er mich nicht hinauswarf, als ich an seine Tür klopfte, werde ich nie erfahren. Aber als ich zu ihm kam, sah er mich auf seine Sydney Green Street Art an und entschloss sich, zuzuhören. Ich muss entschlossen wie ein Straßenräuber ausgesehen haben, wenn mir die Leute auch heute sagen, ich hätte mehr Ähnlichkeit mit Peter Lorre gehabt. Hansen nahm mich mit hinüber ins Steinway House auf der 57. Straße und wir gingen in ein Studio mit einem sehr guten Flügel. Wenn es etwas gibt, was ich liebe, dann ist es ein gutes Klavier. Aber dieses war so gut, dass ich rot geworden wäre, wenn ich schlecht darauf gespielt hätte. Der Flügel spielte tatsächlich fast allein. Wenn ich auf diese Episode zurückblicke, muss ich zugeben, dass sie unglaubwürdig klingt. Als ich nach Europa kam, war der Erste Weltkrieg noch nicht lange vorbei. Ich gab mein erstes europäisches Konzert am 22. Juni 1922 in der Wigmore Hall, London. Gleich zu Anfang des Konzerts bemerkte ich, dass vorn eine ältere Dame saß. Ich sah sie sehr deutlich. Sie hatte ein ungeheures Hörrohr im Ohr und lächelte. Ich spielte Chopin. Der Chopin drang in ihr Hörrohr und veranlasste sie zum Lächeln. Ich spielte eine Mozart-Sonate, auch die brachte sie zum Lächeln. Dann spielte ich ein paar Stücke von Schönberg und einige von mir. Die ältere Dame sah verblüfft aus und schüttelte das Hörrohr. Dann hob sie es wieder ans Ohr und zog ein säuerliches Gesicht. Abermals schüttelte sie das Hörrohr, diesmal heftig. Sie hörte wieder hinein. Es war nicht das Rechte. Sie zuckte die Achseln, steckte den ungeheuren Trichter in die Handtasche und ging hinaus. Offenbar war mit dem Hörrohr etwas nicht in Ordnung. Von dem Erfolg des Londoner Konzerts sollten weitere Konzerte in Europa abhängen. Es wurde ein Erfolg. Deshalb bereitete mein Agent, ein Mann, der dem Filmschauspieler Sidney Greenstreet in Aussehen und Sprechweise so ähnlich war, dass er, wie man sich vorstellen kann, diese Rolle auch weiterspielte, Konzerte in Deutschland und im südöstlichen Europa für mich vor. Eine ganze Anzahl von Augenzeugen haben sich über meine kühle Ruhe bei manchem lärmenden Skandal in Konzerten gewundert, die ich während der ersten tumultuarischen Jahre des Waffenstillstands zwischen den beiden Weltkriegen veranstaltete. Dafür gibt es einen triftigen Grund. Ich war bewaffnet. Ich hatte mir eine kleine automatische Pistole gekauft, war zu einem Schneider gegangen und hatte ihm die Skizze eines seidenen Halfters vorgelegt, das bequem in die Achselhöhle passen sollte. Ich hatte gelesen, dass die Gangster in Chicago ihre Pistolen auf diese Manier bei sich trugen. Mein Schneider runzelte die Stirn, machte mir jedoch mein Halfter, das er hübsch polsterte. Von diesem Tag an begleitete mich die Pistole überall hin, besonders zu jedem Konzert. Anfang 1923 spielte ich zum zweiten Mal in Budapest. Einige Wochen zuvor hatte ich bereits in einem Konzert der Budapester Philharmonie gespielt und es war zu lärmenden Szenen im Publikum gekommen. Das störte mich nicht so sehr wie die Tatsache, dass die Leute während dieses Tohuwabohu nichts von der Musik gehört hatten. Deshalb trat ich nach der Pause an die Rampe des Podiums, verbeugte mich und sagte deutlich: »Türschließer, machen Sie bitte die Türen zu und schließen Sie ab.«
Als das geschehen war, griff ich nach bewährter amerikanischer Gangsterweise unter meine linke Achsel und holte die hässliche kleine Pistole hervor. Ohne ein weiteres Wort legte ich sie auf meinen Steinway und begann mit dem Konzert. Jeder Ton war zu hören. Und ich hege die Vermutung, dass ich damit in gewisser Hinsicht der modernen Musik von anderer als Bartok oder Kodály Art in Ungarn den Weg bereitet habe.